Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 8. Ja, es geht los. Das wird jetzt eine ziemlich lange optionale Reise, nehme ich an. Heute widmen wir uns aber auf jeden Fall erstmal der GF-Beschaffung. Ich weiß nicht, wie viel wir in dem einen Part schaffen. Entweder schaffen wir den einen oder alle beide. Wir schauen mal. So, wo führt uns denn unser Weg hin? Gucken wir doch mal. Zu einem können wir, glaube ich, runter in einer Wüste. Da müssten wir auf diese kleine Insel. Aber ich würde sagen, wir nehmen uns erstmal, ja, dem härteren Boss vor. So, das Ganze sieht man nicht auf der Insel. Das ist ein kleiner versteckter Punkt auf der Karte. Ich glaube, links oben. Ja, ich fliege jetzt nach rechts, das weiß ich. Aber wenn man den Rand der Karte berührt, kommt man auf der anderen Seite wieder raus. Das werdet ihr ja gleich sehen. Und ja, oh, ist nicht schön, mit dem Flugschiff so mobil zu sein. Also ich finde schon. Also storytechnisch wird es wohl erst, ja, ich weiß nicht wann weitergehen. Das wird jetzt wahrscheinlich eine ganze Weile dauern, denn ich möchte wirklich die ultimativen Waffen für alle Charaktere sammeln. Das heißt, eine Menge Itemsuche. Und dann gibt es generell noch so ein paar optionale Sachen, die ich euch zeigen mag. So, jetzt müssen wir mal schauen. Irgendwo hier sollte das gewesen sein. Schaut mal, da ist es schon. Und das ist also unten links. Ist eigentlich auch nicht wichtig, die Punkte sind ja eigentlich alle verknüpft, da es ja eigentlich eine runde Erde ist. So, hier können wir landen, was wir auch gleich machen. Ich überlege nur kurz, wenn ich mit in die Gruppe nehme. Ich muss mal kurz schauen. Das heißt also nochmal komplett in das Flugschiff hinein. So, am besten ist es, Xell mitzunehmen, dank seines Limits. Und Irwin habe ich drin. Irwin ist Stufe 30. Tauschen wir mal gegen Renoir aus, da die noch ein bisschen gelevelt werden muss. So, Tausch. Ach, hier können wir gar keine Charaktere tauschen. Warum das denn nicht? Das ist ja ein bisschen doof gerade. Aber ich würde Renoir schon gern dabei haben. Können wir das nicht irgendwie machen? Das ist jetzt ja... Das ist ja wirklich ein bisschen doof gerade. Na schön, dann macht das hier nichts. Dann nehmen wir mit Irwin mit. Renoir werden wir später auf jeden Fall noch eine Runde trainieren. Habe jetzt keine Lust, nochmal zurückzureisen. Ich sollte mich aber auf jeden Fall heilen, bevor es weitergeht. Zauber. Xell ist, glaube ich, unser Zaubermeister im Moment. Genau, der hat den ganzen Kram bei sich. So, ich heile mich nochmal komplett. So sehr viel. Und dann geht's wieder auf. Ja, okay. Ich probiere das nochmal zu lesen. Entschuldigung. Jetzt habe ich es einfach so überdrückt. Ich bin ja doof. Ich bin jetzt schon komplett auf optionale Dinge eingestellt. Nichts auf Story-Relevantes. Deswegen habe ich gerade irgendwie überhaupt nicht daran gedacht, das vorzulesen. Aber es ging eben um Renoir und Artemisia und Adele und... Naja, wie das Ganze noch zusammenpasst, werden wir eh noch erfahren. Jetzt landen wir erstmal hier. So, da sind wir nun. Wo auch immer das sein mag, irgendeine alte verlassene Ruine. Ein wirklich komischer Ort. Hey, hört mal. Mein inneres Lexikon meldet sich, Squall. Kein Bedarf, leg mal los. Ja, wir möchten ihm mal zuhören. Xell weiß also mal was. Ich bin ganz Ohr. Oh, okay, dann hört gut zu. Diese Insel ist ein mobiles Forschungslabor. Man nennt sie die Schlachtschiffinsel. Und, wieso treiben die so einen Riesenaufwand? Es ist eine Art Draw-System. Sie reisen um die Welt und saugen verwertbare Energie und andere Forschungsobjekte auf. Dass sie bis hierher gekommen sind, sie haben recht intensiv geforscht. Es heißt, sie hätten mit GF experimentiert. Die ganze Welt hat Jagd auf diese Schatzinsel gemacht. Ach, wirklich? Du glaubst mir wohl nicht. Doch schon. Vielleicht weiß er doch ziemlich viel. Ja, vielleicht. Da ist mir gerade was eingefallen, was ich euch auf jeden Fall noch zeigen muss. Ich habe doch, oder ich stand doch zu Beginn des Parts auf der Balamp-Insel vor der Feuergrotte, wo wir auch Ifrit her haben,
Ich habe da offscreen was gedrawt, und zwar ist das Saugen von diesen Fledermäusen. Ich musste ein paar Mal Level Plus auf die anwenden, damit die das bei sich hatten. Aber das war echt ganz einfach. So, und das mag ich euch jetzt mal zeigen. Also, ich sag mal so, Irwin lässt Schlaf drinne und solche. Ja, genau. Und bei Xell und Squall werde ich jetzt Saugen beim Angriff koppeln. Dann bekommen wir unsere Energie zu 100% wieder. So müsste das funktionieren. Es gibt auch Gegner, bei denen das nicht funktioniert. Ich hoffe, das klappt jetzt hier bei allen. So, Feuer zu koppeln oder so wäre jetzt eine ganz, ganz schlechte Idee. So, wenn das nicht klappen sollte, muss ich nochmal schnell das Spiel resetten und dann sehen wir uns hier. Aber mal gucken, wir werden schon sehen. Irgendwie wird es doch wohl klappen. Nichts wie rein in die gute Stube. So, da sind wir nun. Die Zeit hat wohl hier genagt. Aber was ist dieses große Ding da? Da leuchtet etwas auf. Das Licht gefällt mir nicht. Oh, toll, das ging jetzt wieder viel zu schnell. Ich konnte nichts steuern. Wenn wir näher rangehen, wissen wir wohl mehr. Ja. Das blasse Licht führt in den Tod. Keinen Schritt weiter. Aha. Okay, da, das ist es nämlich so. Sobald das Teil da leuchtet und wir uns bewegen, erscheinen Monster. Wow. Und wir müssen bis zur Säule vorkommen. Mal gucken, wie wir das jetzt packen. Also sicherlich werden wir kämpfen, bevor wir da ankommen. Ich kenne mich. Ein bisschen schusselig bin ich da dann schon. Manchmal blitzt es ja auch schnell wieder auf. Also, nee. Ich glaube, die Hälfte am Weg haben wir sogar schon. Naja. Aber gegen was wir kämpfen müssen, wenn wir an der Säule stehen, ist wirklich mies. Es scheint die Resonanz erfasst zu haben. Ja, so ein bisschen haben wir das. Man darf nur nicht hektisch werden. Hier kommen so einen komischen, schlangenartigen Wesen. Ich glaube, wenn wir gegen die kämpfen müssten, hätten wir sogar schon mal so ein paar Items zusammen für die ultimativen Waffen. Wenn das jetzt nicht der Fall ist, dann ist auch okay. Denn ich sammle das ja alles später noch. Hab mir so gedacht, ich werde euch alle Gegner zeigen, die die wichtigsten Items bei sich tragen. Okay, jetzt bin ich hier irgendwo gegengelaufen. Ich muss nach rechts laufen. Ein kleines Stückchen. Ah, sehr gut. Also sobald es eine gewisse Helligkeit erreicht, kämpfen wir automatisch. Als würde das Licht die Monster anziehen, wenn sich irgendwas bewegt. Okay, das ging schnell. Was wohl da drin sein mag? Wow. Okay. Ihr wollt mich also herausfordern. Wir haben nur eine Antwort und das ist, es ist nicht mein Wille. Punkt, Punkt, Punkt. Okay, mehr bleibt uns wohl nicht über, machen wir das mal. Okay, und wir müssen kämpfen. Und das Ganze jetzt gegen einen nicht ganz so angenehmen Gegner. Wir kennen ihn bereits. Yep, ein Rubrum-Drache. Wir haben schon mit Laguna und Kyros gegen ihn gekämpft. Mittlerweile dürften die ein bisschen härter sein und haben auch Meteor. Das wollte ich jetzt eigentlich mal versuchen zu ziehen. Jetzt schaue ich doch mal ganz kurz. Saugen funktioniert. Wie ihr seht, wir bekommen genau die HP zurück, die wir dem Vieh auch schaden. Bei Squall sollte das dann auch funktionieren. Das Teil hat sogar eine ziemlich gute Abwehr, wie ich gerade sehe. Also 800, wobei Xell fast den zweitstärksten Angriff hat. Squall müsste aber jedoch über 1000 abziehen. So, Meteor, ihr seht, auf eine Gruppe gerichtet jetzt nicht so mega stark. Wenn man alleine steht, ist das ziemlich heftig. So, wir greifen jetzt mal mit Squall an. Und hoffentlich schläfert Irwin ihn irgendwann ein, denn ich möchte das wirklich drawn von ihm, Meteor. Er dürfte genug HP haben, um nicht gleich zu sterben. So, 9-mal, sehr schön. Also ich glaube, es können alle relativ gut ziehen. Hauch. Ich glaube, das war relativ hart. Yep, ist es. Ganz schön sogar. So, heilen. Irgendwie heilen. Oh nein, ich habe noch Level Plus drin. Das ist gar nicht gut, Leute. Das ist absolut nicht gut. Ach, wirklich jetzt? Oh. Eine High Potion. Was anderes geht dann erstmal nicht. Squall kann sich ja heilen, indem er angreift.
Ich finde das jetzt irgendwie nicht nett. So, okay. Greifen wir auch nochmal an. Meteor. Oh, ich hoffe, die überleben das alle. Ach, nochmal heilen. Das Problem ist jetzt wirklich, dass ich den ganzen Kram drawn möchte. Das mache ich aber am besten, sobald er schläft. Ich hoffe, der ist nicht immun dagegen. Dürfte aber eigentlich nicht sein, meines Wissens. Es ist wohl nur ein bisschen schwer, den einzuschläfern, den guten. So. Angriff. So, Irvin heilt sich eine Runde. Ist aber auch jetzt nicht so mega viel. Aber ihr seht, Saugen ist sehr, sehr nützlich. Sehr genialer Zauber. So, Draw Meteor. Ich glaube, ich mache das jetzt die ganze Zeit. Ich will das ja irgendwann nochmal haben. Leute, ich würde sagen, ich mache jetzt hier einen kleinen Cut und wenn ich das Ganze habe, dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Ja, und mit diesem Meteorangriff herzlich willkommen zurück. Ich habe es geschafft. Wir haben das Ganze jetzt so ein... Ja, zu 300 Mal gedrawt. Mit Iffelt werde ich jetzt mal so ein bisschen schießen. Und die anderen greifen an. Ich hoffe, sie kommen auch noch in den Limit-Status. So, mal gucken. Ja, wir haben gut Zeit. Aber die Schüsse sind ganz schön langsam. Na gut. Ich weiß gar nicht, wie viel HP das Teil hat. Also bestimmt nicht wenig. Das ist ein wahres HP-Monster sozusagen. Hier greifen wir mal ganz normal an und mit Irvin können wir den Shot weiter ausführen. Solange wir es eben durchhält. So, Silbermunition. Die anderen greifen richtig schön an weiter. Ich hoffe mal, dass Xel oder Squall in ihr Limit auch noch kommen. Wobei es dann echt schlecht wäre, wenn Irvin tot ist, denn ich habe bei Xel noch Level Plus oder so drin. Oh, es sieht nichts mehr ab. Ich glaube, er ist tot. Juhu! Okay, cool, sehr schön. 300 Mal Meteor, den Ruhrum-Drachen ganz gut gekillt. Also, das ging jetzt sogar einfacher, als ich dachte. Ich hatte mal Erinnerung, dass der schwerer sei. Oder langwieriger. So, keine Items gefunden. Siren, wow, okay, gut. Ich kann die GF erstmal so lassen, ich muss jetzt nichts umstellen. Du battlest um Gnade. Ja, wir sind dir nicht gewachsen. Nein, auf keinen Fall. Wir verneinen das Ganze. Und dürfen gleich nochmal kämpfen. Oh Gott, das ist richtig doof gerade. Ja. Es wäre cool, wenn man sich jetzt nochmal so ein bisschen einstellen könnte. Ach, Feuer. Okay, das heilt jeden von uns, egal wen es trifft. Sehr cool. ja. Zaubern kann auch keiner. Das ist gerade echt ein bisschen mies. Und jetzt auch noch Hauch. Also... Ich glaube, wir sind so ein bisschen am Arsch. Also zumindest Irvin. Ich setze jetzt hier mal alles auf eine Karte und... Hau das Multi raus. Wir sind gleich tot. Oh nein. Oh Leute, ich glaube, das war's. Wobei, werden wir geheilt beim Multi? Nein, natürlich nicht. Das ist sehr schlecht. Feuerra, okay, ich sollte mich jetzt mal ein bisschen heilen. Oha, also wenn das jetzt hier in die Hose geht, dann tut's mir leid. Wenn wenigstens Xel hätte zaubern können, wäre das perfekt gewesen. Aber sollte ja irgendwie nicht sein. So, mit Squall muss ich mich auf jeden Fall jetzt irgendwie am Leben halten. Gut, dass wir Saugen auf jeden Fall noch gedrawt haben. Wir sind deutlich schneller als das Ding. So, Feuerer, sehr schön. Also den Hauch setzt er jetzt zum Glück auch nicht so mega oft ein. Aber tricky wird das Ganze jetzt schon. Item, Phönixfeder auf... Ja, ich erkenne hier nichts. So. Das müsste jetzt eigentlich Xel gewesen sein, den ich wiederbelebe. So, wunderbar. Jetzt bloß bitte kein Flächenangriff wie Meteor. So, und hier mal noch eine Phönixfeder auf Irvin. Okay, wir haben ziemlich viel Zeit und ziehen, naja, 500 ab. Da wir die ganzen Beat'em-Ups haben, könnte es sein, dass wir jetzt natürlich auch mehr Spezialtechniken können. Da das Ganze hier aber jetzt sehr, sehr knapp und eng bemessen ist, würde ich sagen, mache ich meine altbewährte Taktik und mache immer Sturmfaust und diesen anderen Hieb dazu. Dann haben wir nämlich viel Zeit, können das gut ausnutzen und machen, ja,
ungefähr immer 500 Ohr oder mehr Schaden. Geil. Sehr schön. Vielleicht ist er ja dann auch schon tot. Wäre mir sehr lieb. So. Cell, du bist ein wahrer Kampfsportmeister. Zeig, was du drauf hast. Verprügel den Rubrum-Drachen. Wenn Laguna das geschafft hat, dann schaffst du das auch. Zack. Sehr schön. Voll in die Resse. Juhu. Ah, sehr schön. Noch ungefähr knapp 2 Sekunden. Da kann man einiges reißen, wenn ich mich beeile. Und Skillzeiger am Knopf drücken. Naja, es geht. Also Kreis und X kann man schnell drücken. Meistens, wenn man sich nicht vertippt, so wie jetzt. Oha. Na, oh, verdammt. Das wäre cool, wenn das jetzt noch getroffen hätte. Na schön, tot ist er noch nicht. Mal gucken, was er jetzt macht. Mach bitte Feuer oder so. Gönn mir ein bisschen Glück. Noch normale Munition. Duell. Boah. Ah, okay, 300 ist nicht viel. Das war doof. Das war richtig doof von mir. Item. Das machen wir mal. Eine Heil Potion auf. Uah. Jetzt hatte ich gar keine Zeit mehr, verdammt. Na schön. Ach, irgendwie werden wir das doch schon packen hier. Im Moment läuft es wieder ganz gut. Sollte der jetzt mit seinem Hauch oder Meteor kommen, sind die anderen beiden wieder tot. Das ist dann schlecht. Naja. Aber Squall müsste es eigentlich überleben. Immerhin heilen wir uns mit Saugen richtig gut. Also das ist echt so mein Geheimtipp. Saugen ist fast überall sehr gut zu gebrauchen. Ich glaube, gegen Ende des Spiels hatte ich damit ein bisschen Probleme, denn es gibt Leute, die sind dagegen immun. Das heißt, wir ziehen nichts ab, aber heilen uns auch nicht. Ist dann ein bisschen doof, aber ansonsten geht es schon. Hier für diese Situation perfekt eigentlich. Grundvoraussetzung ist natürlich bei starken Gegnern mit heftigen HP-Attacken, dass man auch zum Heilen sehr gut HP abzieht. Das heißt, man benötigt natürlich auch eine ziemlich hohe Stärke. So, was ein langweiliges Duell, ne? Sehr schön. Oh, yay, das war richtig gut. Das müsste immer so klappen. Juhu! Millisekunden. Ja, hätte ich geschafft. Was nehmen wir denn mal? Eine Mega Potion könnten wir mal nehmen. Das ist vielleicht das cleverste. Hoffentlich heilt nicht nur 200. Nein. Ja, das ist schon ein bisschen besser. Ich glaube, das mache ich gleich nochmal. Können wir den eigentlich in einem Shop kaufen? So, Shot, Silbermunition, Angriff und dann vielleicht nochmal eine Mega Potion. Na gut, das ist... Naja, einmal noch, komm. Gut, 3 Schüsse. Ach, das Ding ist tot. Juhu! Ah, wunderbar. So, Leute, jetzt kommt noch das Letzte, was wir machen müssen. Ah, 2 Rubrum-Drachen, das ist sehr anstrengend. Kampfbrocken haben wir auch erhalten. Den brauchen wir für Xel, spezielle Waffe, aber auch nur einen. Also haben wir davon schon genug. Ich habe mir mal eine kleine Liste gemacht mit den ganzen Items, die ich überhaupt brauche. 2 davon habe ich schon. Ich weiß gar nicht, wie viel das sind. Boah, hier gibt es richtig gut Level für die GF. Das sind bestimmt über 20 Items, die wir brauchen. Warum wollt ihr den Kampf? Um jemanden zu beschützen? Lass mich in Ruhe! Oder, Leute? Antwort 3. Nämlich nichts sagen. Das müssen wir machen. Ansonsten wird das hier nichts. Und ja, seid gespannt, was uns erwartet für diejenigen, die es noch nicht kennen. Warum wollt ihr den Kampf? Weil du... Weil ich selbst die Antwort suche. Uns zum Kampf herausforderst. Hä? Okay, es war gerade ein bisschen verwirrend, aber okay. Eine interessante Antwort. Und neue Musik fängt an. So Leute, da ist er. Herzlich willkommen, Bahamut. Die König der GF sozusagen gibt's... Ich glaube, das ist in jedem Final Fantasy vertreten, oder? Man nennt mich Bahamut. Der König der GF, Bahamut. Ihr nennt uns GF? So nutzt ihr also unsere Macht. Ja, Bahamut, mein Schöner. So, noch eine Mega-Potion.
Dann wollen wir doch mal loslegen. Ich glaube, der hat eine Technik drauf, die uns fast instant killt. Da müssen wir also ziemlich vorgefeit sein. Ansonsten hoffe ich jetzt natürlich auch wieder auf meine... Okay, er ist auf jeden Fall gegen Saugen immun. Ihr habt das gesehen, ich ziehe 800 ab, aber mache 0 Heilung. Dann war das also so. Das ist hart. Das ist wirklich hart. Meine Güte. Okay, nochmal eine Mega-Potion. Hier schnell das Duell. Oh Gott, was macht der? Oh nein. Boah, das ist natürlich jetzt gar nicht gut. Das ist sehr, sehr schlecht sogar. Der ist ganz schön schnell, der Freund. Aber wir brauchen ihn. So, wenn ich jetzt hier viele Items benutze, dann ist es eben nur mal so. Item, Mega-Potion, Duell. Oh nein, und wieder auf Xell. Das gibt's doch gar nicht. Wie gemein das ist. Ach, das nervt. Gerade nervt's wirklich. So, Phönixfeder. Ich glaube, das war jetzt gespeichert auf Xell. So, was können wir denn hier drawen? Erzengel und Anti-Z. Okay, Leute, Erzengel wäre natürlich top, aber nicht in diesem Kampf. Nicht in diesem Kampf. Sehr schön. Ich glaube, gegen Blitz war ich nicht immun. Ich habe Eis drin. Oder? Ja. Aber das ging trotzdem noch vom Angriff her. Also Erzengel wäre natürlich ganz schön, ja. Blitzgar. Vielleicht nicht mal unbedingt zum... zum Lagern. Aber wartet mal, ich kann das doch benutzen, falls jemand stirbt von uns. Oh, ich bin ja doof. Dann hätte ich gar nicht die Phönix wieder benutzen müssen. Das ist natürlich cool. Dann könnte ich das eventuell doch drawen. Ich muss mal gucken. Bin mir da jetzt nicht ganz so sicher. Aber wenn das jeder zieht und ich das einem gebe zum Zaubern, dann würde mir das eigentlich auch schon ausreichen. Ich glaube, das mache ich so. Erstmal schade ich ihn ein bisschen und dann versuche ich das so ein wenig zu drawen. Wenn das jeder 30 Mal kriegt, ist das schon gut. Das wären 3 oder 4 Runden für jeden. Na gut. So, Draw Bahamut, Erzengel lagern. Vielleicht ziehen wir ihm auch nicht viel ab, weil er irgendwie, weiß nicht, zu stark für uns ist. Ja, gut, 6 Mal mit Irwin, aber ich glaube, Score sollte 9 ziehen. Ja, sehr schön. Draw, Erzengel lagern. Okay, ihr seht, er ist tot. Aber Erzengel hat ja die coole Eigenschaft, dass die Gegner, die wir wiederbeleben, gleich wieder volle HP haben. Deswegen Draw, Erzengel, zaubern. Ja, ich hoffe auf Xell jetzt. Ach, Tornado ist auch nicht so cool. Ich hasse Bosse, die so heftige Flächenangriffe haben. Na ja, gut, 700. Am besten noch eine Mega-Potion. Das ist jetzt echt am sichersten. So, und ich stehe da wieder mit vollen HP auf. Das sind doch die vollen, oder? Hatte 3000. Der hatte doch mehr, oder? Jetzt bin ich mir echt nicht ganz sicher. Werden wir jetzt sehen. Na doch, also nicht mit vollen HP, aber auf jeden Fall mit einem Drittel oder so. Oder einem Dreiviertel. Ich meine, es wäre wirklich richtig cool, wenn ich das jetzt 100 Mal für jeden, aber ich glaube, das schaffe ich nicht. Ich muss wirklich sehr vorsichtig sein. Ich glaube auch, dass wenn er seinen Mega-Flair einsetzt, seine stärkste Attacke, dann kommt so eine Art Countdown. Dann müsste ich vielleicht mal GF opfern. So könnte man das auch machen. Ich habe jetzt aber auch keine Lust, beim Drawn hier rauszukutten, weil das wäre jetzt während des Kampfes so ein bisschen umständlich. Es ist immerhin doch etwas spannender als sonst. Okay, Erzengel, sehr schön. Und Vigra hat er auch. Wir können uns eigentlich ständig heilen. Das ist perfekt. Wenn man es so nimmt. Ich darf nur nicht unvorsichtig werden. Vigra zaubern auf mich selbst. Nee, auf Irwin. Ich glaube, Erzengel ist somit das zweitbeste für HP-Kopplung. Was ich dann aber nicht nehmen möchte, weil zum Zaubern wäre es doch vielleicht eventuell mal ganz gut nützlich.
Vielleicht koppel ich es dann doch, ich weiß es nicht. Werden wir es dann schaffen? Ja, diese blöde Kralle immer, ey. Aber noch ist es kein Mega-Flair. Ich glaube, die ist wirklich wahnsinnig stark. Wenn nicht wirklich instant. So. Schade, dass Saugen nicht funktioniert. Bei einem Boss natürlich extrem gut, aber das haben sie wohl mit Absicht auch so gemacht. Draw, Erzengel, lagern. Hoffentlich zählt er jetzt nicht gleich schon runter. Ein bisschen Zeit hätte ich gern noch. Vielleicht zählt er auch gar nicht runter, der macht's einfach. Das wäre noch fieser. Was macht er da? Blitzgar? Okay. Ach, wenn jetzt einer wenigstens dann zaubern könnte, würde ich wohl auch einmal Aura auf Squall machen und Bahamut dann den Rest wohl mit seinem Limit geben. Aber das habe ich ja gut verkackt, weil ich ja für die Fledermäuse, wo ich Saugen gefarmt habe, unbedingt Level Plus einstellen muss. Und das habe ich dann natürlich vergessen, wieder mit Item zu tauschen. Na schön, irgendwie werden wir das doch hier wohl hinkriegen. Ich weiß gar nicht, kann man Erzengel noch irgendwo drawen? Kann natürlich sein, dass ich mir jetzt hier megamäßig schwer mache und dass es noch einen Gegner hat, der deutlich einfacher ist. Also noch klappt es ganz gut. Hätte ich vielleicht doch cutten können, aber ihr seid jetzt einfach mal mit dabei. So ganz live. Ist doch auch nicht schlecht. Ah, ich weiß nicht, vielleicht nochmal zur Sicherheit eine Mega-Potion. Er braucht mir zu lange, um anzugreifen im Moment. Das ist nicht schön und Mega-Flamme geht, glaube ich, auch auf die komplette Gruppe. Oh, ich sag's doch, Mega-Flamme. Oh Gott. Leute! Also wenn wir jetzt hier sterben, dann mache ich einen Cut und dann sehen wir uns bei Bahamut auf jeden Fall wieder. Juhu! Mega Instant! So, Draw, Erzengel, Zaubern. Auf. Nein! Bitte Phönix! 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 Alle kampfunfähig, verdammt! Okay Leute, wir sehen uns dann gleich wieder. So, da sind wir wieder. Oh mein Gott, Leute, was soll ich sagen? Das ist jetzt die zweite Runde und es hat diesmal ewig gedauert, Meteor zu drawen. Denn der gute Rubrumdrache hatte irgendwie Lust, ziemlich oft Meteor und Hauch einzusetzen. Ich musste sogar einmal einen Final Elixir benutzen, das heißt Komplettheilung auf die ganze Gruppe, weil es fast aussichtslos aussah. Aber na gut, ich hab's geschafft. Jetzt bin ich, ja, voll geheilt ungefähr. Und ich würde sagen, los geht's. Wir versuchen Bahamut noch einmal. Oh Gott, das kann was werden. Hoffentlich schaffen wir das jetzt. Also seine Mega-Flamme ist schon extrem gefährlich, wie ihr seht. Das war letzte Mal gar nicht mal so übel. Hätte er nicht so schnell hintereinander angegriffen, dann hätten wir vielleicht nochmal Squall wiederbeleben können. Aber es sollte nicht sein. Mann, oh Mann, das war dann der erste Game-Over-Screen nach... Boah, bei welchem Part sind wir denn jetzt? 40 oder ungefähr so? Das ist nicht schlecht. So, dann hoffen wir mal, dass jetzt alles gut geht. Ihr seht, Urban hat jetzt ein bisschen mehr HP, da habe ich ein bisschen was umgekoppelt. Jeder hat ja jetzt Saugen drin. Wobei es bei Urban nicht viel bringt, da er einen minimalen Schaden macht von 300 oder so. Aber los geht's. Angriff ist die beste Verteidigung. Los. Oh, herrlich, 2000, das macht echt guten Schaden. Wenn er jetzt wenigstens einmal Squall angreifen würde, sodass wir im gelben Status sind, dann könnten wir hier sogar richtig was rocken. So, da geht's schon los. Aber er nimmt bestimmt wieder Xell. Gut, dass das nicht klar war, verdammt. Zauber, wartet mal. Habe ich Aura drinne? Analyse, Aeroflair hat er nicht. Das ist natürlich... Das ist sehr schlecht. Okay, Vita auf mich. So, Angriff mit Irwin. Und dann müssen wir mal versuchen, ob wir Squall in den Bereich bekommen können. Das wäre wirklich ganz Bombe. Der ist echt verdammt schnell manchmal. Greift jetzt zweimal hintereinander an oder so. Und ich finde, nach so einer Mega-Flamme hätten sie ruhig mal eine kleine Pause gönnen können. So, wieder auf Xell. Drawn. Vigra können wir doch auch machen. Ist vielleicht die bessere Wahl gewesen eigentlich. Aber okay. Angriff. Komm, greif Squall an. Ja,
doch nicht Irwin, Menschenskinder. Irwin macht irgendwie ziemlich wenig Schaden, leider. Vigra, Zaubern, Irwin. Also alles ist gut, bis auf Megaflamme. Und da vorher müssen wir auf jeden Fall in den gelben Bereich kommen. Vielleicht schießt Irwin jetzt mal kurz Squall an. Ich glaube, das wäre eine gute Idee. So, bitteschön. Schieß auf deine Freunde. Okay, Waffe. Doch. Oh, immer noch nicht. Angriff. So, wen greift er jetzt an? Irwin selbst. Okay, dann greift nochmal Squall an. Und Squall werde ich jetzt mal... So, Multi. Sehr schön. Das ist sehr gut. Ja, und bei Bossen, wie es üblich ist, immer mal eine andere Kombo. Aber wir machen echt geilen Schaden, Leute. Das ist Hammer. Das ist richtig, richtig gut. Herrlich. Schade, nichts dahinter gesetzt. Wenn wir jetzt schon die Löwenherz hätten, Leute, das wäre ein Fest, sage ich euch. Zaubern. Irwin. Squall Multi. Hoffentlich schaffen wir das dann jetzt. Ja, ich könnte ihn analysieren. Ich habe nur ein bisschen Angst gerade. Wenn ihr versteht. Ich kann es vielleicht gleich nochmal versuchen. Wenn es ein bisschen gut aussieht. Was macht Squall eigentlich da? Der fliegt förmlich. Aber wartet erstmal, bis er Herzensprecher drauf hat. Dann geht's richtig rund. Schicksalszirkel. Leider haben wir ja noch keine wirklich andere Waffe, sodass wir die anderen Spezialmanöver noch nicht gesehen haben. Aber das holen wir alles nach. Das passiert früher oder später eher automatisch. Weil wir auf die Limits auf jeden Fall zurückkommen werden. 3000, meine Güte. Habt ihr die Antwort gefunden? Okay, gut, wir haben schon. Leider konnte ich hier nicht analysieren, das tut mir leid. Aber nach dem ganzen Pipapo, den ich hier hatte und da ich das Ganze doppelt machen musste, war mir jetzt erstmal wichtiger, auf jeden Fall Barmut zu bekommen. Vielleicht kann ich den Analysetext ja irgendwie mit ins Video einfügen. Mal gucken, ob ich da was finde. Ich habe keine Ahnung. Sehr schön, die Barmut-Karte haben wir bekommen. Oh, 40 AP, wunderbar. Das hört sich gut an. Ja, Barmut, da ist er. Bestätigen. Wie viel Zeit haben wir noch? Ein bisschen noch. Da könnte man noch was schaffen. Denke ich mir mal. Und wieder habt ihr euch den Weg erkämpft. Höchst interessant. Okay, also scheint nicht Barmut mit uns zu reden. Aber na gut, hier geht es weiter, jedoch noch nicht jetzt. Wir kommen zu einem späteren Zeitpunkt, nachdem wir die ultimativen Waffen haben, auf jeden Fall nochmal hierher zurück. Jetzt beschaffen wir uns, würde ich sagen, während der Rest der Zeit noch eine andere GF. Sollte eigentlich funktionieren. Und wenn wir jetzt 5 Minuten länger machen, das ist auch nicht so schlimm, aber für den GF dann nochmal einen extra Part anzufangen, das möchte ich jetzt eigentlich nicht. Deswegen, auf geht's! So, also ich glaube, das war hier so, auf der kleinen Insel. Und ich glaube, ihr seid mir nicht böse, wenn ich jetzt im Offscreen mal so ein paar Seed-Prüfungen mache. Oder wir machen die zusammen und ich hole mir meine Lösung aus dem Internet. Warum geht denn jetzt eigentlich die Schrift nicht weg? Ganz toll. So, wir haben Barmut. Den muss ich auf jeden Fall noch koppeln, denn der hat echt geile Sachen zum Lernen. Soweit ich das jetzt noch in Erinnerung habe. So, Wüste, wo bist du? Wüste, Wüste, Wüste. Also irgendwo hier müsste es eigentlich gewesen sein. Ja, doch. Wartet mal. Ja, da ist er. Ach, hier ist auch noch eine kleine Mini-Side-Quest, die wir auch machen werden. So, mal gucken. Ich muss jetzt hier irgendwie landen. Und man sieht es schon. Da ist was. Es taucht immer mal wieder auf und ab. Das ist ein Kaktor. Nur kein gewöhnlicher. Der ist ein bisschen größer als die anderen. Kaktor müsste man kennen, wenn man Final Fantasy kennt. Das sind einfach nur Kakteen, gegen die man kämpfen kann. Finde ich ziemlich cool. So Leute, bevor irgendwas passiert, speichere ich jetzt auf jeden Fall mal. Ja, ist egal wo. So. Und dann koppeln wir mal schnell. Squall hat bisher die wenigsten GF. Deswegen denke ich doch mal, dass es am besten wäre, Barmut ihn zu geben.
Jetzt haben wir sogar extra noch einen Slot dazu bekommen. Das ist sehr gut. Jetzt machen wir Stärke noch auf plus 60. Dann hauen wir wohl gigantisch rein. 255, Leute. Was sage ich? Das ist die höchste Angriffsquote, die wir kriegen können. So, koppeln, Zauber. Vielleicht bringt Meteor ein bisschen mehr auf Stärke. Ich weiß es nicht genau. Okay, das kann ich jetzt bei Squall leider nicht einsehen. Müssen wir mal gucken. Zauber. Lalalala. Meteor bringt auf jeden Fall einen stärkeren Angriff als Flair. Dann machen wir das doch mal. Jetzt möchte ich mal gucken, ob Flair stärker ist als Melton. Nein, leider nicht. Melton ist vielleicht manchmal gar nicht mal so unbrauchbar, was Zaubern angeht, denn das schwächt jedenfalls die Abwehr des Gegners auf 0. Aber nun auch nicht so schlimm. Jetzt machen wir das. Wartet mal. Ich muss mal ein bisschen jetzt experimentieren. Wir haben ein bisschen Zeit. Was kann ich denn hier alles so reinpacken? Eisgar, Aqua. Okay, das sind die ganzen Elemente. Stimmt, ich war in der falschen Reihe. So, was ist denn, wenn ich hier... Meteor geht nicht. Okay, Meteor würde uns... Wow. Krass. Wasserabwehr mal, also gleich 0, aber dafür Stein- und Windabwehr, das ist ja cool. Dann mache ich das mal bei Squall, warum nicht? Und ansonsten geben wir ihm jetzt hier, wo ist denn Irwin eigentlich? Zauber, Meteor, so, da ist er schon mal ein bisschen stärker. Jetzt überlege ich nur, ob ich nicht doch wieder Rinoa hole. So, Austausch. Rinoa. Ja. Und einmal wechseln. Sehr schön, dann ist Rinoa jetzt im Limit-Zustand. Lasse ich das so? Ist ganz schön gefährlich, oder? Wobei, ein bisschen heilen kann ich sie ja. Ach, jetzt ist Squall wieder... Na, egal. Wir versuchen es jetzt einfach mal. Ach, ich heile mich komplett und dann werden wir mal schauen, ob wir in den Limit-Bereich kommen. Denn wir müssen für den Kampf ziemlich schnell sein, deswegen... Na gut, dann heile ich mich lieber nicht komplett, nur einen von den beiden und das ist Renoir. Ich bin schon total verwirrt heute. So, Renoir. Was hat die gut eigentlich für einen Angriff? Die ist ja noch schwächer als Irwin, ne? Na, 111, das ist okay. So, mein Freund, wo tauchst du auf? Uah, ich glaube, das wird jetzt ein normaler Kampf. Warum nicht? Dann seht ihr... Ach nein, es ist er schon. Da ist Kaktorius, Leute. Juhu. Und ist er nicht klein? Sehr cool. Okay, ich würde sagen, wir greifen an. Bahamut könnten wir eigentlich gleich mal zeigen. Aber den hat ja... Den hat ja Squall. Enorm, mal gucken, was du für einen Schaden machst. Also die... Also der Kaktor scheint zumindest eine ziemlich schlechte Abwehr zu haben. Ja. So, GF... Bahamut. Ist natürlich sehr langsam gerade. Ich überlege jetzt nicht wirklich, ob ich nicht lieber doch... Oh, Kaktusstachel. Auf Limits zurückgreife. Denn wenn Kaktorius abhaut, das ist ganz schön nervig. Das ist Mega Flair. Genießt es einfach. Ja, 2400, das ist doch gar nicht mal so schlecht. Wenn wir das jetzt auch noch anfeuern könnten, dann wäre das natürlich genial. Aber geht leider nicht. Ich glaube, Kaktorius hat nur einen Angriff. Und zwar 10.000 Stacheln, genau, Instant Kill. Zieht, glaube ich, 10.000 ab, das kann keiner überleben. Lalalala. Klasse. Wir sind tot. Ja, da gibt es nichts mehr zu klauen. Bahamut, ziemlich stylisch, oder? Melton, ah, okay, Gravit, Tornado.
machen mal. Ach, er kann doch noch was anderes. Autsch. Aber zieht jetzt nicht so mega viel ab, leider. Ich draw jetzt nochmal Melton auf ihn. Vielleicht können wir ihn dann noch mehr schwächen. Dann gucken wir mal, was wir für einen Schaden machen. Ja, die König der GF. Also wirklich ein imposanter Auftritt. Dauert es aber ganz schön lang. Aber das kann ein GF noch toppen. Aber den werden wir, naja gut, jetzt irgendwann auch während der optionalen Phase treffen. Item, warum ist Reno eigentlich jetzt nicht am Leben? Ich hab was falsch gemacht. Oh, ich hoffe, das ist jetzt richtig. Irgendwie erkennt man das manchmal durch das Menü so schlecht. Auf jeden Fall scheint Melton ja gewirkt zu haben. Ja, Tatsache. So. Kombi Angel Vari? Was ist ein Vari? Wir machen mal Vari. Da habe ich jetzt gar keine Ahnung mehr von. Könnt ihr ja mal analysieren. Holy. Was machen wir da jetzt gerade eigentlich? Ich glaube, wir sind gleich unsterblich. Analyse, Analyse. Wo ist denn jetzt Analyse hin? Da ist es. Zaubern auf Kaktorius. Nein, wir sind nicht. Ich glaube, das hätte uns jetzt alle geheilt. Das könnte es auch sein. Vari ist vielleicht eine Zufallstechnik. Ich weiß es nicht genau. Wenn ihr das wisst, könnt ihr mir das ja gerne mal schreiben. Kaktorius. Unter den Kaktoren findet sich ab und zu einer, der immer größer und größer wird. Dieser Jumbo-Kaktor ist ein gutes Beispiel dafür. Er hat doch einen schicken Bart. Super. Problem nur, wie gesagt, der haut gern ab. Das Schweinchen. Hoppla, ouch. Ja, ich glaube, das tut weh. Ja, das ist sogar gar nicht mal so schlecht. So, Zauber, Engel, Engel, Engel. Oh Gott, das muss man sich hier wieder zurechtfinden. Ja, und Squall greift jetzt an und dann geben wir ihm vielleicht sogar den Rest. Das wäre natürlich sehr schön. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, wie viel HP der hat. Ich glaube, der hat ganz schön viel. Das ist glaube ich, die GF mit dem meisten HP auf Level 99. Irgendwas mit 600.000 oder so. Wow, hier muss man schnell sein. Alter, boah, wir ziehen fast vollständig alles ab, ey. 8.000 bis 9.000. Das ist umgekippt. Klasse. Hoppla, out schon wieder. Wenn das mal gut geht. Multi-Kaktorius. Na gut, außer Reno überleben wir das. Sehr schön, Squall. Nochmal eine drauf. Oh, der Schaden. Ich finde das so klasse. Krass. 10.000 Stacheln. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Und dann noch auf Squall. Ich fasse es ja wohl nicht. Wenn es klappt, machen wir vielleicht nochmal Vari. Vielleicht lässt das ja wirklich Leute wieder aufstehen. Angriff Kombi Vari. Gibt's nichts zu klauen. Aber pass auf, der steht jetzt mit vollen HP wieder auf. Das wäre natürlich auch mies. Also für den Kampf ein bisschen unbrauchbar. Aber vielleicht kommt der Xel dann in sein Multi, das geht auch. Aber Kaktorius kann abhauen. Nee. Alles ein bisschen schlecht irgendwie. Kaktorius hat Angst. Ach, ganz fein. Schlaf? Wie Schlaf? Was jetzt? Kapier ich nicht. Was soll das? Ach, der haut uns doch gleich ab. Ach, jetzt macht sie irgendwie was. Sie saugt und... Okay. Engel auf Squall. Das sie flippt gerade völlig aus. Okidoki, das ist richtig heftig. Das ist also Vari. Und Kaktorius fällt um. Squall kriegt jetzt zwar keine XP, aber der ist eh ziemlich stark. So, jetzt war ich begeistert davon. Von Vari. Ach, der arme Squall. Okay. Sehr schön, Leute. So, sind wir doch bei 45 Minuten angekommen. Das ist sehr schön.
Da ist er, Kaktor. Leider haben wir nicht Kaktorius bekommen. Wir haben jetzt einen stinknormalen Kaktor. Ich glaube aber, ich bin mir nicht sicher. Je nachdem, welches Level er ist, also sagen wir mal Level 10, Level 20, Level 30, Level 40, Level 50 und so weiter. Je weiter er ist, umso heftiger wird seine Attacke. Erst ab, also bis Level 19 ist es, glaube ich, 1000 Stacheln. Ab 20 dann 2000 Stacheln, ab 30 dann 3000 Stacheln und so weiter. Es gibt dann also bis 9000 oder 9999 ab Level 100. Das ist doch schon mal ziemlich respektabel, aber soweit muss man den dann aber erstmal skillen. So, ich brauche jetzt hier erstmal nicht viel machen. Wir gucken uns den GF nochmal ganz schnell an. Hätte ich mit Baramut vorher auch machen sollen. Na schön, auch nicht so schlimm. Ah, jetzt lernt ihr hier sowas wie GF Magie plus 10. Rarität ist ganz cool, man bekommt eventuell seltene Items. Das ist sehr gut, wenn ich die ganzen ultimativen Waffen-Items holen möchte, wobei wir es nicht so unbedingt brauchen. Abilitimier 4 ist natürlich sehr cool. Rauben, Schrittheilung, Autoprotest, das machen wir auf jeden Fall. Das will ich zuerst lernen. Und Autoprotest ist im Kampf wird automatisch Post aktiviert, das ist genial. Rauben, okay, haben wir schon. Öko-Doppel verbraucht nur eine Zaubereinheit bei Doppel, ist auch nicht schlecht. Ja, gucken wir mal. So, was kann der Kaktor? Autotrank, GFP, Glück und Reflexkopplung. Was lernen wir denn bei dem? Also Reflex und Glück, das brauche ich, aber habe ich bisher noch nie gebraucht. Wir machen einfach mal Erstschlag, dann können das vielleicht mehrere Charaktere, das ist auch nicht so schlecht. HP-Bonus hat er schon, bei Level Up HP-Bonus von 30. Okay, wer bekommt den jetzt? Vielleicht nochmal Squall? Ja, haben wir aber glaube ich nichts von, wenn den Squall kriegt, ne? Okay, überlege ich mir einfach mal offscreen, mal gucken. Ja Leute, dann haben wir doch schöne Sachen geschafft. Zwei geheime GF bekommen und ja, beim nächsten Mal geht's dann mit der Sammlung der ultimativen Waffen weiter. Das wird ein ganz schöner Akt für mich. Ich hoffe natürlich, wie immer, es hat euch gefallen. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy 8.